Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Benny und heute werde ich für euch eine Seilwinde testen, die ich mir bei Amazon bestellt habe. Wenn ihr neugierig seid, dann bleibt dran. Dazu habe ich mir ein, zwei Stellen ausgesucht, wo ich die Seilwinde anbringen werde. Hier im Hintergrund seht ihr schon meinen Bus. Der hat auf jeden Fall genug Gewicht, um, denke ich mal, die Grenze der Seilwinde zu erreichen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich. Ja, als erstes habe ich hier den Karton mit der Seilwinde. Die habe ich mir bei Amazon bestellt und ich wollte jetzt mal gucken, was die leistet. Deshalb werden wir die jetzt erstmal auspacken, was alles drin ist, dann natürlich testen. So, als erstes haben wir hier die Beschreibung. Ein langes Stromkabel mit Plus und Minus für die Batterie. Hier sind zwei Schäkel drin. Ein Haken mit Umlenkung. So, Styropor packe ich mal weg. Hier haben wir noch eine Fernbedienung drin. Batterie ist drin. Gucken wir mal, ob sie funktioniert. Und dann haben wir hier, ist doch ein bisschen schwerer. Hier haben wir noch eine Halteplatte für die Anhängerkupplung vom Auto. Und eine Kurbel. Packe ich mal weg. Ja, hier haben wir das gute Stück. Die Seilwinde hier mit einem Verstellrad zum Spannen. Hier sind die Anschlüsse für die Kurbel und die Batterie mit einer Plastikabdeckung. Halt's mal hier in die Kamera. Fokussiert ihr hier die Daten? Da sind sie einmal zu sehen. Hier unten ist Metall, da kann man hier die Platte einhaken nur. Da muss man gar nicht groß was machen, nichts schrauben, gar nichts. Wird einfach nur eingehakt. Ich fahre jetzt mit dem Bus an den Hang und dann bauen wir das alles mal an und gucken, wie viel die schafft. Gut, dann bis gleich. Ja Leute, ich muss jetzt die Kamera mal in die Hand nehmen. So, und zwar habe ich mir jetzt hier den Baum im Hintergrund gesucht. So, dann werden wir mal kurz hier rüber gehen. So, von hier aus sieht man jetzt ja, den Bus. Der steht da ein bisschen schräg. Ein paar Meter haben wir zu ziehen. Ich werde jetzt hier eine Schlinge um den Baum machen und werde hier vorne an der Abschleppöse vom Bus die Seilwinde befestigen. Weil wir brauchen ja hier 12 Volt. Die Batterie befindet sich ja hier vorne. Und dann gucken wir mal. Festgestellt habe ich auch noch hier Fernbedienung. Hat natürlich einen schönen Clipper. Kann man sich hier direkt an die Hose ranmachen. Ne? Na gut, einarmig geht es jetzt ein bisschen schwierig. So sieht man es. Ja, ne? Kann man schön an der Hose festmachen. Astrein gibt es keine Probleme. Ja, Leute, dann werden wir jetzt den Versuch aufbauen. Und dann geht das los. Ja, jetzt habe ich hier den Schäkel und den Bolzen und die Halteplatte. Das baue ich jetzt hier erstmal an. Die Halteplatte kann man auch an die Anhängerkupplung ranmachen. Werden wir nachher auch gleich noch testen. Ja, hier ist das Stromkabel für die Batterie. Länge kann ich gar nicht sagen. Ich sag mal jetzt 2 Meter sind das ungefähr. Ja, 2 Meter kommt ungefähr hin. Hier ein bisschen drehen, dann kriegt man das Seil raus. Die Winde ist jetzt hier eingehakt.
an dem Seil, was ich am Baum befestigt habe. Und somit ist erstmal alles miteinander verbunden. Kommt noch das Kabel ran und dann spannen wir die Winde. Das werde ich mal gleich noch machen. Ja, dann machen wir hier den Halter ab, stecken den Stecker rein. Der hat auch eine Nase dran, nur dass er nur einmal richtig rumpasst. Kann man also auch nichts falsch machen. Klemme ich jetzt Plus und Minus an. Ja Leute, Spannung ist jetzt drauf. Dann mache ich jetzt die Handbremse los und dann gucken wir mal. Jetzt werden wir mal hier rauf drücken und dann mal gucken, ob sie schlapp macht oder wie weit sie zieht. Ja, jetzt drücke ich hier rauf. Hier ist ja nur zwei Tasten, kann man auch nicht viel verkehrt machen. Aber wie ihr seht, Ast rein. Da hinten ist ein bisschen krasserer Berg, der auf jeden Fall steiler ist. Und dann gucken wir mal, ob wir an die Grenze der Winde kommen, ob sie abschaltet oder nicht. Zur Not haben wir auch noch einen Flaschenzug, eine Umlenkung und können damit nochmal die Power halbieren und würden vielleicht doch den Bus noch schaffen zu ziehen. Aber das gucken wir gleich mal. Ja Leute, neuer Versuch nochmal. Habe ich jetzt, mal hier ein bisschen rüber, auf jeden Fall habe ich jetzt hier im Hintergrund zu sehen, nochmal einen Baum mit ein bisschen Hang und habe jetzt die Handbremse hinten vom Bus jetzt mal gezogen, um mal zu gucken, ob wir jetzt an die Grenze der Seilwinde kommen. Und dann, ja, wenn nicht, haben wir noch diese Umlenkung, die können wir auch nochmal ausprobieren. Ja, irgendwann muss ich ja auch abschalten. Jetzt hat es abgeschalten. Echt krass. Also die Power ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, dann lösen wir jetzt noch mal kurz die ganze Geschichte, bauen noch mal den Flaschenzug an und dann gucken wir mal. Da halbiert sich ja noch mal quasi die Last. Und dann werden wir es vielleicht doch schaffen, den Bus damit ein Stück zu ziehen. Bremse ist immer noch gezogen und dann schauen wir mal jetzt, was passiert. Also den kompletten Bus gebremst, schafft sie nicht. Durchaus überzeugt von der Winde bis jetzt, für den Preis. Werde jetzt die ganze Sache erstmal abbauen. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weiter Bock habt auf so eine Videos, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.